Wir sind heute im PSZ in Großkotzenburg. Wir machen heute die Leistungsdiagnostik für die Rückrunde bzw. fürs Jahr 2023. Wir machen Sprungdiagnostik mit verschiedenen Sprungvarianten, was eher dann so ein bisschen für die Sprintübungen dient, die wir mit den Spielern während der Saison machen. Und wir machen eine isokinetische Biodex-Testung, wo wir die Beuger und die Streckverhältnisse testen, der Muskulatur, auch so ein bisschen Verletzungsprophylaxe, einfach, dass wir sehen, in welchem Zustand die Spieler sind, und sie kriegen dann individuelle Übungen, die sie während der Saison machen können, um ein bisschen so an ihrer eigenen Verletzungsprophylaxe zu arbeiten. Ja, bei den verletzten Spielern sieht es soweit eigentlich gut aus. Sind natürlich alle in der anderen Phase. Der Niklas Borger und der Alex Paraschiff wurden ja jetzt erst frisch operiert. Da geht es jetzt langsam erst los mit dem Aufbautraining, mit der Reha. Der Elias Niesig und der Philipp Beinern sind da schon ein bisschen weiter. Der Elias hat jetzt die Stützen schon weggelegt und bei dem geht es jetzt auch los mit der Mehrbelastung. Der Philipp ist aktuell jeden Tag bei uns zur Reha, da geben wir jetzt richtig Gas. Genau, da sind wir sehr, sehr zufrieden und sind auf einem sehr guten Weg. Also du kannst ganz nach oben, ganz nach unten, 3, 2, 1, 2, ja, okay, jetzt komm, ganz nach oben, ganz nach oben, zieh, und schreck, sehr gut, zieh, komm, schreck, sehr gut, komm, zieh nach hinten, hast du gleich geschafft. Ich glaube, es war eine sehr ordentliche Hinrunde. Klar, könnte man auch 15 Punkte mehr haben. Wir haben auch ein paar Spiele verschenkt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein. Was halt bitter ist, wir haben relativ viele Schwerverletzte, was natürlich sehr schade ist, weil wir, glaube ich, da auch ein bisschen Niveau dadurch verlieren. Aber ich glaube, dass wir schon sehr, sehr zufrieden sein können und einen sehr guten Fußball in der Hinrunde gezeigt haben. Natürlich ist das Ziel, sich als Mannschaft zu verbessern, als einzelner Spieler sich zu verbessern, na klar. Und ja, wir haben richtig Bock noch auf die Rückrunde und zu zeigen, was wir noch können. Ja, es geht jetzt los mit den Leistungstests. Jetzt wird erstmal geguckt, auf welchen Stand wir aus der Winterpause kommen. Klar hatten wir einen Laufplan, aber haben jetzt auch noch eine gewisse Zeit, um uns für die Runde vorzubereiten. Persönlich ist natürlich das Wort Spaß, glaube ich, am wichtigsten. Ich will einfach Spaß am Kicken haben, mit coolen Jungs auf dem Platz stehen und das haben wir natürlich. Ich hoffe Berliner AK im Osten, weil da ein Kumpel spielt. Ist mir eigentlich scheißegal. Ich will mit den Jungs so viele Punkte holen wie möglich. Klar, müssen wir davon nicht reden. Aber ist mir eigentlich relativ egal, wer von den beiden da vorne steht.